Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Millennia. Ja, mir ist gerade mal so aufgefallen, damit fange ich jetzt direkt einfach mal an, so einfach direkt rein ins Geschehen, dass das hier eigentlich richtig cool aussieht. Das war mal so ein Holzbunker, aber jetzt sieht das so richtig nach einem großen Haus aus. Zwar immer noch im Millennia Design, so klotzig und so, aber ja, ganz nett. Das gehört ja auch uns, ne? Haben wir ja irgendwann mal festgestellt, glaube ich. Naja, ist egal. So. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass ich heute einen Kommentar vorlesen werde. Also in dieser Folge einen Kommentar vorlesen werde, den ich eigentlich ganz cool finde. Deswegen mache ich das direkt auch mal. Moment. Wo ist es denn? Da. Let's Play. So. Und zwar hat nämlich Philipp geschrieben. Gesprächsthema. Was hältst du von den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen? Ist jetzt mal wieder ein etwas kritisches Thema, sag ich mal. Nicht jeder kann damit so ganz umgehen, habe ich festgestellt. Wenn da jetzt irgendwer drüber redet. Aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema, wo man auch mal drüber sprechen muss. Ist jetzt halt die Frage, ob das überhaupt Leute interessiert. Aber ich rede da jetzt einfach drüber. Weil ich meine, es gibt ja auch immer so Leute, die sagen, ey, du bist voll rassistisch und so. Also, beziehungsweise, zu mir haben das jetzt im Internet noch niemand gesagt. Außer es war als Scherz gemeint. Moment, ich mach mal kurz die Axt kaputt. Bumm. Okay, so. Aber es gibt ja immer mal wieder so Leute, die das von einem denken oder so. Deswegen ist es da eigentlich schon fast verboten, drüber zu reden. Hey, was soll denn das jetzt? Okay. Dann geht der halt einfach kaputt. Und ja, habe ich, also kann ich ja mal kurz eine Geschichte erzählen. Dann habe ich nämlich wenigstens was zu erzählen, haha. Nee, kann ich ja mal kurz eine Geschichte erzählen, weil heute, nicht heute, vor ein paar Tagen irgendwann in der Schule, im Englischunterricht, also wir reden da gerade hier über The British Empire und sowas, da haben wir drüber geredet, wie das so war mit den ganzen unterschiedlichen Völkern und dies und das und die unterschiedlichen Schichten, also die unterschiedlichen, ne, Gruppen, also, ne, die reicheren Leute und die ärmeren Leute und so, diese Mittelschicht und sowas, kennt man ja vielleicht auch aus anderen Fächern, zum Beispiel Geschichte oder so, aber auf jeden Fall sollten wir dann einfach mal so typische Klischees irgendwie erzählen, was man sich da so drunter vorstellt, und dann hat natürlich, also dann hat eine aus meinem Jahrgang, also eine aus meinem Kurs, so, hat dann halt gesagt, ja, hier, die obere Schicht, das sind dann, ist dann halt so ein Weißer, so ein Geschäftsführer, der dann den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, als irgendwie am Pool zu sitzen und Champagner zu trinken oder so. Natürlich alles auf Englisch, weil wie gesagt, war Englisch. Aber, ja. Und dann wurde ich natürlich gefragt, Mike, was stellst du dir denn so, oder beziehungsweise, was ist denn das typische Klischee für einen der unteren Klasse? Und dann habe ich natürlich gesagt, hier, ja, okay, ist jetzt halt so ein Schwarzer, der den ganzen Tag nur arbeitet, fast ausgenutzt wird, könnte man sagen. Und, ne, also damals jetzt, nicht jetzt, aber halt damals, als das so entstanden ist alles. Muss man vielleicht dazu sagen, sonst versteht man hier wieder einiges falsch. Aber auf jeden Fall haben sie mich da schon wieder angeschrien, ey Mike, du bist voll rassistisch. Ist jetzt halt die Frage, ob die das ernst gemeint haben, aber ich glaube, manche von denen haben das tatsächlich ernst gemeint und das ist eigentlich relativ traurig. Ich meine, wenn es um Klischees geht, kann man nicht sagen, dass irgendwer rassistisch ist. Also, ne? Wollte ich nur mal so anmerken. Aber auf jeden Fall, also jetzt nicht, wollte ich nur mal so erzählen, dass, ne, ich rede da jetzt ganz offen drüber. Ich habe nichts gegen irgendwen, ich habe nichts gegen Ausländer, ich habe nichts gegen, was weiß ich, gegen Behinderte, ich habe nichts gegen überhaupt irgendwen. Ich tue niemandem irgendwas. Oder so. Aber, naja. Wollte ich nur mal kurz sagen, bevor ich jetzt anfange zu reden. So, und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Also ich lese noch mal kurz vor, weil das bestimmt einige mittlerweile wieder vergessen haben. Ich habe das so aus euch rausgelabert. Ja, wenn ich euch alle zutexte, ne, dann ist hier gar nichts mehr im Lot. Nee, also, was hältst du von den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen? Also, wie gesagt, ich habe ja nichts gegen die. Zumindest nichts, was hilft. Okay, sorry, das war jetzt wieder, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.
Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, so an sich finde ich das cool, dass Deutschland so ein soziales Land ist, wo eigentlich an sich jeder hinkommen kann, wo jeder Hilfe findet. Okay. Sie sind jetzt grauenhaft. Die Dörfer sind grauenhaft. Jupp. Nee, aber wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen andere Länder oder so und auch nichts gegen Einwanderer. Ich meine, wenn die Hilfe suchen und Hilfe brauchen, ich helfe jedem gerne. Und deswegen finde ich es auch so cool, in Deutschland zu leben, weil hier halt auch geholfen wird. Ich meine, okay, einige Sachen sind jetzt hier nicht so prickelnd, also darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber es gibt halt bestimmt die eine oder andere Sache, die hier nicht ganz so okay ist. Aber allein schon diese Tatsache, dass jetzt Leute hier nach Deutschland kommen können, wenn sie halt Hilfe brauchen und dann auch Hilfe kriegen, finde ich schon mal richtig cool. Deswegen allgemein gegen Einwanderer habe ich nichts. Also, ne? Ich finde es sogar teilweise recht gut, weil ich meine, ja, die sind. Kann man jetzt nicht sagen, dass die billige Arbeiter sind. Das hört sich jetzt wieder so falsch an. Nee, aber ist ja wirklich teilweise so, dass jetzt Ausländer die Jobs machen, die Deutsche nicht machen wollen. Da finde ich jetzt eher, sind die Deutschen so ein bisschen meh. Also ist jetzt halt nicht so auf alle bezogen, ist klar. Aber so einige, die könnten sich mal an die eigene Nase packen, bevor sie sagen, ja, hier Ausländer raus oder so. Weil das finde ich da mal gar nicht okay. Ich meine, die Ausländer, die kommen hierher, suchen Arbeit und so und die kriegen auch Arbeit, sind dann zwar nicht immer so die bestbezahlten Jobs und ist auch meist oder oft harte Arbeit, sag ich mal. Aber es gibt natürlich auch Einwanderer, die dann hier richtig erfolgreich werden oder so. Ich meine, gibt's auch. Also vielleicht nicht unbedingt Einwanderer, die jetzt aus irgendwelchen Kriegsgründen oder so einwandern, aber jetzt so, ich weiß nicht, es gibt ja alles Mögliche, also in allen möglichen Berufen Ausländer. Also ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie bestimmte Berufe auf Ausländer auslegen oder so, beziehungsweise, ne, so zuordnen oder sowas. Sondern, ja, ich meine, was die so alles für uns Deutsche machen, das ist schon echt. Also da muss man die eigentlich schon mal loben. Und ich finde, dafür werden die viel zu wenig, ja, wahrgenommen, beziehungsweise ernst genommen. Weil ich meine, das sind ja auch alles nur Menschen. Und die können vielleicht gar nicht anders. Deswegen. Und allerdings eine Sache stört mich doch dran, muss ich zugeben. Und zwar sind das so jetzt Ausländer, die hier nach Deutschland ziehen und dann meinen, das wäre ihr Land. Sowas kann ich mal gar nicht leiden. Also ich gehe in der Stadt zur Schule, da sind irgendwie 50% Türken oder so. Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen. Wenn die Türken sich gut mit einem unterhalten können, finde ich die super nett. Ja, da ist ein Dönerladen. Dönerladen würde es ja ohne die Türken auch nicht in der Stadt geben, weil alle Dönerladen, die es da gibt, werden von Türken betrieben. Deswegen danke für die Döner. Nee, aber ich meine da, also vielleicht 50% sind ein bisschen übertrieben, aber es gibt halt wirklich immer wieder so, ich weiß nicht, so Leute in der Stadt, da denkt man sich doch nur, sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir? Ich meine, die kommen dann nach Deutschland, fressen sich durch. Irgendwie, ja, die kommen nach Deutschland, werden hier fett und meinen dann andere anmucken zu müssen, weil denen irgendwas nicht passt. Also, wie gesagt, das soll jetzt auf niemanden irgendwie allgemein bezogen sein. Wie gesagt, Türken an sich sind, finde ich, ganz nett. Also, die, die nett sind, sind auch nett. Ich hab auch ein paar türkische Freunde in meinem Jahrgang, deswegen. Und ich habe auch immer mal wieder mit Türken zu tun. Also auch hier auf Qbuild, da kenne ich so ein, zwei Türken oder so. Deswegen, an sich richtig nette Leute. Also man kann jetzt allgemein nicht sagen, dass irgendwelche Ausländer jetzt immer gemein sind oder so. Ich meine, wenn die hier in Deutschland aufgewachsen sind, dann heißt das ja nicht gleich. Also beziehungsweise gerade wenn die in Deutschland aufgewachsen sind, dann sind die meiner Meinung nach auch mehr deutsch als ausländisch. Also ist halt einfach so, weil die dann hier nur Deutschland kennen. Wenn die jetzt später hergekommen sind, ja gut, dann haben die halt einen Akzent oder sowas. Aber ist jetzt auch nicht so das Problem. Ich meine, dann haben die halt ein paar andere Verhaltensarten und Weisen und sowas. Aber, ne? Nur wie gesagt, wenn dann Leute hierher kommen und meinen, das wäre ihr Land und sie könnten
den anderen Leuten, die hier friedlich in Deutschland leben wollen. Also jetzt nicht nur, wenn die zu Deutschen kommen und die anmucken. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland mein Land ist oder so. Das hört sich jetzt auch wieder komisch an. Aber wenn die jetzt ankommen und sagen, ja, hier, du bist hier nicht erwünscht, ist totaler Bullshit. Jeder ist hier sozusagen erwünscht. Also klar, aus bestimmten Gründen geht das halt bei manchen nicht so ganz. Aber an sich ist hier in Deutschland jeder willkommen. Und ich finde, dann sollen die sich da auch dran halten. Ich meine, Deutschland ist so ein offenes Land. Jetzt können die Leute hierher kommen. Und dann sollen die sich gefälligst auch so verhalten, als würden sie hier von uns aufgenommen werden. Und nicht irgendwie so, als würden die uns einnehmen oder so. Weil das ist dann einfach nicht nur richtig assi von denen, sondern es ist auch richtig dumm von denen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich da jetzt was zu sagen hätte, dann würde ich sagen, nee, jeder, der sich hier über andere Leute aufregt, der wird einfach wieder rausgeschmissen. So einfach geht das. Ich meine, wenn sich irgendwer nicht benehmen kann, dann soll er doch bitte wieder gehen. Genauso ist das hier bei, ne, genauso handhaben wir das ja bei Qbuild oder bei, ist jetzt ein scheiß Vergleich, ich weiß, aber ich meine an sich, auf Qbuild sagen wir jetzt auch, wenn irgendwem der Server nicht gefällt, dann darf er doch bitte wieder gehen, dann soll er nur einfach die Schnauze halten. So einfach ist das. Das Gute ist, hier auf YouTube kann ich das einfach so ungeschönt sagen. Und das ist halt auch das Tolle an YouTube. Genauso ist das mit meinen Videos. Wer meine Videos nicht gut findet und die nicht gucken will, kann gerne wieder gehen. Ist nicht mein Problem. Nee, und genauso finde ich, sollte man das in Deutschland auch machen. Ich finde, die Leute, die sollten einfach sich gegenseitig ein bisschen mehr respektieren. Und jetzt nicht sagen, ja, irgendwie, du bist hier nicht erwünscht oder so. Weil das finde ich richtig scheiße. Und ich meine, das ist für die ja auch nicht leicht. Wie gesagt, vielleicht haben Leute, die einwandern, keine andere Chance oder so. Und dann werden die hier auch noch runtergemacht. Wie dieses Wohnheim da für Asylbewerber oder keine Ahnung, was das genau war, was da jetzt abgebrannt ist. Oder abgefackelt wurde, muss man ja sagen. Ja, ich meine, was soll das? Ich finde jetzt nicht, dass die Leute uns irgendwie die Jobs wegnehmen. Ich meine, klar, die müssen auch irgendwo arbeiten oder so. Aber dadurch, dass hier so viele Leute arbeiten, geht es ja auch mit der Wirtschaft voran. Und da sowieso immer stetiges Wirtschaftswachstum ist, ist halt, ne, auch ganz wieder ganz schnell wieder neue Arbeit da. Und außerdem, wenn irgendwer keinen Job kriegt, dann ist meine Meinung dazu einfach, dann hätten sie mal was lernen sollen. Weil die meisten, die sich darüber beschweren, die sind halt, ich weiß nicht, wie ich das so mitkriege, dann haben die keinen gescheiten Abschluss. Und, also, ne, wie gesagt, soll jetzt nicht heißen, dass irgendwie Hauptschulabschluss oder sowas schlecht ist oder so. Ich meine, wenn jemand schon weiß, was er machen will, und, beziehungsweise ungefähr weiß, was er machen will und weiß, dass dafür ein Hauptschulabschluss reicht, beziehungsweise, dass er halt einfach nicht Lust hat, mehr zu machen oder vielleicht auch nicht mehr machen kann, dann ist das vollkommen okay. Ich meine, an sich, ich finde auch manchmal, dass ich so ein bisschen Zeit verschwendet habe, weil ich meine, ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt 13 Jahre Gymnasium mache oder 9 Jahre Hauptschule. Da fühle ich mich auch manchmal ein bisschen verarscht. Also ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen. Aber die meisten Leute, die sich halt drüber aufregen, habe ich so das Gefühl, die haben nicht wirklich viel gelernt. Und haben auch keine Lust zu lernen. Da finde ich dann, wenn sie einen gut bezahlten Job haben wollen, dann sollen die einfach nochmal irgendwie irgendwas machen, ne? Und nicht irgendwie das alles da den Ausländern die Schuld geben. Ich meine, wenn ihr da jetzt eine andere Meinung habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Meinetwegen können wir da auch ein bisschen diskutieren. Ich bin einer, der gerne diskutiert. Aber das ist halt so meine Meinung. Wie gesagt, jetzt nichts gegen andere Schulabschlüsse oder so. Oder andere Leute, die jetzt nicht gerade Gymnasium machen. Also damit hat das ja an sich nichts zu tun. Nur, ja. Es gibt ja immer wieder so Spezialisten. Das muss ich, glaube ich, wie gesagt, wirklich immer dazu sagen. Dass ich jetzt nicht irgendjemanden da direkt ansprechen will. Vielleicht gibt es ein paar Leute von euch, die sich da jetzt ein bisschen betroffen fühlen oder so. Dann tut es mir leid. Aber es ist halt meine Meinung. Und die sage ich dann auch einfach so. So bin ich halt. Und ich finde, so sollten das viel mehr Leute machen. Dann würde man viel weiterkommen. Weil ich meine, was bringt das, wenn wir das jetzt alles schön reden und dann sagen,
Ja, ist alles. Ja, wie, ne? Ist schon, ja, Ich bin einverstanden mit dem, was die Mehrheit sagt. Ja, okay. Dann würden wir ja zu nichts kommen. Ich meine, wir sind ja hier ein offenes Land. Eine Demokratie und sowas. Alles hat man eventuell auch irgendwann mal gelernt. Ich kann das alles nicht, deswegen verurteilt mich nicht. Ne, da muss ich ganz ehrlich sagen, so Politik und Wirtschaft ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Deswegen interessiert es mich jetzt an sich auch nicht so. Ja, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ja. Nee, aber ich denke mal, es ist klar, was ich damit sagen wollte. Jeder darf seine Meinung sagen. Und meine Meinung ist einfach, Flüchtlinge sind cool. Also, Alter. Ja, genau. Ich finde es cool, dass Leute flüchten müssen. Ja. Das kann man jetzt schon wieder. Ach Mann. Ich sollte vielleicht manchmal ein bisschen mehr drüber nachdenken, was ich so erzähle. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Wenn jemand nicht weiß, was ich meine, dann wie gesagt, Kommentare schreiben oder so. Dann kläre ich das nochmal auf. Aber so an sich finde ich das richtig cool, dass Deutschland halt Flüchtlinge aufnimmt. Wie gesagt, ich bin ein Typi, der sehr gerne Leuten hilft. Moment, ich sortiere das hier einfach mal anders da. Ich helfe sehr gerne anderen Leuten und deswegen finde ich es auch cool, dass Deutschland genauso drauf ist. Also zumindest die meisten. So. Wunderschön. Okay. Ich hoffe mal, das ist irgendwie klar geworden. Wie gesagt, das sage ich am besten nochmal dazu, weil das sein könnte, dass das irgendwie einige wieder falsch verstehen oder so. Wie gesagt, ich will auch, also ich will nie irgendwen irgendwo mit ansprechen oder so. Ich kenne sowieso nicht viele Leute von denen, die hier meine Videos gucken. Und die ich kenne, die wissen, dass ich das nicht so meine. Also ich will, wie gesagt, niemanden ansprechen. Ich bin auch nicht irgendwie rassistisch oder so. Ich sage halt nur meine Meinung dazu. Und ja, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja, ich glaube, so ist das okay. Wie gesagt, wenn ihr euch beschweren wollt oder wenn ihr eine eigene Meinung dazu habt oder sonst was, dann einfach unten rein in die Kommentare damit. Ich bin da gerne für eine Diskussion offen. Wenn ihr wollt, kann ich natürlich auch dann hinterher, falls ihr irgendwas zu erzählen habt oder so, dann müsst ihr mir nur sagen, dass ich das mal in einem Video erwähnen soll. Dann lese ich den Kommentar mal vor. Ist jetzt auch kein Ding. Also müssen nicht immer unbedingt Fragen sein oder so, sondern wenn ihr jetzt halt wollt, ja, die Meinung könntest du mal vorlesen. Dann lese ich eure Meinung dazu natürlich auch vor. Halt nur, wenn es jetzt irgendwas ist, was ich noch nicht gesagt habe, beziehungsweise wenn es irgendwas Kritisches ist oder wenn es irgendwas Konstruktives ist oder sowas, ne, dann lese ich das sehr gerne vor. Ich muss ja nicht immer alles nur alleine reden. Naja, aber ich denke mal, ist schon alles so, ne? Supi und so. Ich komme mir immer so ein bisschen dumm vor, wenn ich sowas erzähle. Aber ich glaube, das gehört dazu. Deswegen bin ich da mal so ein bisschen zuversichtlich. Naja, aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir, mal darüber zu reden. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge, ne? Wie gesagt, immer schön Kommentare schreiben, meinetwegen auch in den Kommentaren diskutieren. Da mache ich dann auch gerne mit. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.